So, servus. Ja, endlich mal wieder ein Video von mir. Ich weiß, ich war die letzte Zeit ein bisschen faul. Ich darf mir das aber auch erlauben. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber, deswegen darf ich auch mal mir ein bisschen Urlaub gönnen. Nee, Spaß. Also ich fand einfach in den letzten Wochen, Monaten, fand ich einfach den Content, der so rauskam, international einfach nicht so interessant. Ich meine, klar, ich hätte auch über irgendwelche alten Videos was machen können. Aber ich glaube, neue Matches oder so sind da ein bisschen interessanter. Ja. Ich habe eigentlich auch noch geplant, mal was über Verletzungen zu machen. Allerdings muss ich das auch immer mit meinem Physio ein bisschen abstimmen. Ja, der hat halt auch viel beschäftigt, aber wir werden da auf jeden Fall noch was machen. Und das wird auf jeden Fall auch ein cooles Video. Heute widmen wir uns aber mal dem Leonidas und dem Tetzel, die zwei. Kraftmeier haben sich heute mal ein Supermatch gegeben und ich habe mir gedacht, komm, das könnte man doch mal analysieren. Ja, zwei Halb-Newcomer, sage ich jetzt mal. Ja, die zwei haben ja schon ein bisschen Erfahrung im Armwrestling. Aber ich glaube, da können wir einiges mit rausnehmen aus dem Match. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Ich habe im Voraus, habe ich mal kurz mit dem Tetzel geschrieben und habe gefragt, so, wie sieht's aus? Bist fit und was denkst du? Und meine Voraussage war ja, dass der Leonidas gewinnt. Ja, einfach weil ich glaube, dass sein Handgelenk einfach ein bisschen zu dominant für den Tetzel sein wird. Ja, Tetzel hat zwar unglaublichen Hebel in seinem Arm, dadurch, dass er so groß ist. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, um beim Leonidas aus dem Hook, beziehungsweise um sein Handgelenk aufzumachen. Glaube ich nicht. Ja. Ich habe ihm aber geschrieben, dass wenn er schafft, den Leonidas müde zu machen, wenn er es schafft, das Handgelenk einmal zu knacken, dann könnte er es auf jeden Fall schaffen. Er soll nur möglichst aus dem Strap draußen bleiben. Ja. Das war so meine Vorhersage. Ich habe das Video jetzt noch nicht gesehen. Gucken wir mal, ob ich recht hatte. Ja, genau. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich mache mal noch den Sound ein bisschen. 140 Kilo hat der Leone das jetzt. Das ist schon fucking heftig, ey. Das sind so, muss man schon sagen, es sind schon zwei beeindruckende Kollegen, die hier am Tisch stehen. Ja. Ich hoffe ja, dass der Tetzel ein bisschen was mit seiner Größe macht. Matthias Schlitter hier als Referee. So, warte mal, machen wir mal kurz Stopp. Also, was man jetzt sieht, ich habe ja gerade gesagt, ich hoffe, dass der Tetzel ein bisschen was mit seiner Größe macht. Wenn man jetzt mal anguckt, das Start-Setup, der Tetzel macht sich ziemlich klein. Ja. Das kann man machen, wenn man sagt, okay, ich versuche das Ganze, oder ich versuche den Leonidas im Hook zu drücken. Ja. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt empfehlen. Ja. Der Leonidas ist eigentlich dafür bekannt, dass er einen relativ kompakten Arm hat. Ja, man sieht es auch, also ist unglaublich Fleisch drauf. Ja. Ich würde da eigentlich nicht versuchen, dagegen anzukommen. Ich würde eher versuchen, rauszukommen. Man sieht jetzt hier aber auch zum Beispiel, dass der Tetzel sich selber die Möglichkeit nimmt, einen schnellen Top Roll zu machen. Ja. Er startet mit dem Arm schon so eng am Körper, dass er gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den Bizeps nochmal zusätzlich anzuspannen und nach hinten anzuziehen. Die ganze Bewegung, die praktisch jetzt sein Top Roll ausmacht, ist eine ruckartige Bewegung im Körper nach hinten. Und der komplette Körper ist einfach nur mal langsamer, wie wenn man es aus dem Arm raus macht. Ja. Es ist schon richtig, eng zu stehen, also das macht er nicht schlecht, aber ich würde nicht komplett den Arm zulassen, sondern ich würde mir vielleicht so 20 Grad ungefähr lassen, dass ich noch ein bisschen die Möglichkeit habe anzuziehen. Aber mal gucken, vielleicht probiert das auch im Hook. Ja. Ja, beide greifen nicht wirklich hoch. Ist okay. Kann man machen. Tetzler hat jetzt schon einen schlechten Griff. Machen wir mal Stopp. Das sieht man jetzt. Relativ gut. Der Tetzel hat sich jetzt noch so ein bisschen einen schlechten Griff rein positionieren lassen. Ja, sein Handgelenk ist leicht nach hinten
gebeugt, ja, also leicht in die Negative. Das hier wäre positiv, das hier wäre negativ. Dort will man eigentlich nicht sein. Ja, man will eigentlich schon, also gerade auf jeden Fall und vielleicht sogar ein bisschen eingedreht starten, ja, dass man einfach so schnell wie möglich sein Handgelenk eindrehen kann. Ich vermute mal, dass es jetzt einfach die Aufregung war oder ein bisschen mangelnde Erfahrung, ja, vielleicht auch noch nicht so das Gespür dafür, aber ihr wollt auf jeden Fall vermeiden, so zu starten. Ja. Macht für einen Hook am wenigsten Sinn, für einen Top-Roll ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Also ihr zieht euren Top-Roll eh nach hinten, das ist nicht ganz so schlimm, aber optimal ist es in beiden Fällen nicht. Aber gucken wir mal, was der Tetzel da jetzt noch draus macht. Ja, er hat gleich den Start verloren, ja, da hat wahrscheinlich am Start noch die Spannung ein bisschen gefehlt, aber er arbeitet sich jetzt gut zurück. Okay. Ja, also man hat gesehen, das mit dem Handgelenk, das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ja, er hat da nicht, also der Matthias hat ihn ein bisschen korrigiert, das war auf jeden Fall okay. Ja, also man muss eine neutrale Startposition haben. Aber ich vermute mal, er hat dann so ein bisschen die Spannung im Arm vernachlässigt, weil er praktisch seinen Arm korrigieren musste. Und hat dann den Start ein bisschen verschlafen und der Leonidas hat ihn praktisch sofort eingedreht. Und das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe. Der Leonidas hat so ein starkes Handgelenk, dass er den Tetzel sofort eingedreht hat. Was der Tetzel dann gemacht hat, er hat sich schön kompakt an den Tisch gestellt, er hat die Schulter reingelegt und hat es dem Leonidas so schwer gemacht. Aber wenn so ein massiger, kompakter Typ einmal drin ist im Hook, ist natürlich sehr schwer, dann was zu machen. Also in dem Fall verdient es 1 zu 0 für den Leonidas hier. Na, scheint schon ein bisschen Problem zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich irgendwie warm gemacht haben vorher. Kalt zu drücken würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen. Ja. Macht euch auf jeden Fall gut warm und mit gut warm meine ich, macht euch richtig warm. Ihr könnt vor einem Armwrestling-Match, könnt ihr euch, ihr könnt so ein halbes Armtraining fast vorher machen und ihr hättet im Turnier immer noch genug Kraft. Ja. Ihr könnt wirklich, wenn ihr ein Gummiband habt, pumpt euch kaputt, bis ihr wirklich einen Pump im Arm habt. Ja. Lasst das Ganze dann wieder ein bisschen abschwellen und wenn ihr das Ganze richtig timet, also ich würde so eine, sagen wir mal, eine halbe Stunde vorher vor einem Match würde ich anfangen. Würde richtig Blut in den Arm reinpumpen, gucken, dass alles voll wird. Und dann ungefähr eine Viertelstunde vorher würde ich das Ganze dann abschwellen lassen. Das dauert so 10 Minuten vielleicht, manchmal auch 5 Minuten, je nach, kommt auf den Körper an. Dann ist das Ganze wieder ein bisschen abgeschwollen. Und wenn ihr dann an den Tisch geht, dann ist euer Arm immer noch warm, aber der Pump kommt nicht so schnell wieder zurück und ihr übersäuert am Tisch nicht so schnell. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp von mir. Aber jetzt gucken wir mal weiter, wie es hier weiterläuft. Was man jetzt schön sieht, der Tetzel macht sich jetzt noch kleiner. Also wenn ich jetzt sein Trainer wäre, würde ich ihm auf jeden Fall sagen, Kollege, mach dich mal groß. Du bist gesegnet mit einer Größe, ja, nutz die auch. Ja, du hast lange Arme, benutz die am Tisch. Mach dich groß, lass dir nicht die Technik vom Leonidas jetzt aufzwingen. Ja. Versuch dich schön eng hinzustellen, ja. Aber benutzt deine Größe, benutzt deinen Hebel. Ja. Was er jetzt praktisch macht, dass er sich so ein bisschen immer noch kleiner macht, immer noch näher an den Tisch. Das müsste eigentlich der Leonidas auf der anderen Seite machen. Aber ja, gut. Man muss auch sagen, die zwei machen halt Armwrestling noch nicht so lang. Von dem her ist das alles noch im Rahmen. Ja. Das sind alles Sachen, die lernt man wirklich erst mit der Zeit. Aber deswegen finde ich es auch so interessant, mal ein Match von den zwei zu analysieren, weil ich glaube, das sieht man mehr, wenn ich jetzt ein Match von zwei Profis analysieren würde. Also das ist jetzt natürlich, wie gesagt, das ist alles noch im Rahmen, das ist alles noch okay. Und solange sich keiner verletzt, alles tipptopp. Ja, Leonidas merkt jetzt schon, er hat ihn, ja. Da merkt man jetzt einfach, dass der Tetzel dich so klein gemacht hat am Tisch. Ja. Er macht sich klein und versucht den Top Roll, aber er kriegt ihn halt nicht, weil ihm der Hebel fehlt, weil er praktisch sich so am Tisch so klein macht. Ja. Er versucht den Top Roll nur aus dem Handgelenk zu machen, ohne dass da sein Arm und sein Hebel dahinter ist. Und das reicht einfach nicht, um beim Leonidas aus dem Handgelenk rauszukommen.
Was der Leonidas jetzt macht, das würde ich an seiner Stelle zum Beispiel nicht machen. Ja, wenn ich weiß, ich bin so ein massiger Typ mit viel Muskelmasse übersäuert schnell, übersäuert gerne. Ich würde gucken, dass das Match relativ schnell vorbeigeht, weil das kann schnell mal nach hinten losgehen. Da fängt der Arm schon langsam an aufzumachen. Ja, jetzt hat der Leonidas selber ein bisschen Panik. Okay, aber vorher war richtig. Ja. So viel Muskelmasse muss auch versorgt werden. Ja. Und bei so einer krassen Anspannung, was die zwei jetzt haben, ist es da ruckzuck vorbei. Ja. Also entweder die ziehen durch oder es geht. Also, ja. Man sieht aber, dass der Tetzel auf jeden Fall von der Ausdauer her ein bisschen besser ist. Sauberer Top-Roll jetzt. Sauber zu Ende gebracht. Da sieht man jetzt mal den Größenunterschied. Beide stehen jetzt relativ aufrecht. Ja. So. Also, die haben es ja vorhin gesagt. Ich glaube, der Tetzel ist, glaube ich, 5 oder 6 cm größer. Und wenn die am Tisch stehen, ist der Tetzel aber locker mal 5 cm kleiner. Ja. Also, das sollte man eigentlich, wie gesagt, also wenn man die Größe hat und den Hebel hat im Arm, sollte man es auch ausnutzen im Armwrestling, weil Hebel ist auf jeden Fall. Was da, das würden hätten gern alle, ja, einen großen Hebel. Das ist, glaube ich, die Entscheidungsrunde. Ich glaube, die machen Best of Five, hat der Tetzel mir gesagt. Also wenn ich jetzt der Tetzel wäre, ich würde ihm praktisch, wenn ich jetzt der Trainer vom Tetzel wäre, ich würde ihm sagen, pass mal auf, nimm mal deinen Ellbogen weiter in die Mitte und lehn mal deinen ganzen Körper weiter rüber. Ja? Dass dein ganzer Körper mehr in einer Linie mit dem Arm ist. Ja? Dass der Arm nicht vor dem Körper steht, weil da kann man den Bizeps einfach nicht so gut einsetzen, sondern der Arm muss weiter raus, der Körper muss weiter rüber und dass er mit dem ganzen Körper anziehen kann. Ja? Und ich bin mir sicher, dann würde das Handgelenk vom Leonidas auch knacken. Er steht jetzt nicht mehr ganz so tief wie im Match davor. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da jetzt noch was rumreißt. Also Leonidas scheint links wohl relativ dominant zu sein. Es sei denn, der Tetzel haut jetzt noch einen sauberen Top-Roll raus, dann also wäre auf jeden Fall für die Spannung cool. Höher greifen, viel höher greifen. Jetzt hole ich mir extra YouTube Premium, dass ich keine Werbung gucken kann und dann, naja gut, gucke ich halt die Werbung. Also bei dem Staub könnte ich auf jeden Fall nicht trainieren, das weiß ich. Aber wer weiß, was das für Rauch ist. Also ich will nichts gesagt haben. Das sieht nicht gut aus. Okay, also Achtung. Man sieht, die Schulter ist hier deutlich hinter dem Arm. Und der Tetzel versucht jetzt langsam in die Presse reinzugehen. Normalerweise müsste der Referee jetzt abbrechen oder zumindest dem Athlet sagen, pass mal auf, Kollege, es wird gefährlich und das relativ schnell. Also watch your hands, guck auf deine Hand, bring die Schulter hinter den Arm. Der Tetzel versucht jetzt praktisch mit der Trizepspresse den Leonidas zu packen. Ja. Wichtig ist aber, dass die Schulter den Arm stützt, wenn man sich nach vorne lehnt. Das passiert hier jetzt nicht. Ah, das sieht gefährlich aus. Ah, okay. Also Matthias hat es gesehen. Dangerous Position, absolut korrekt. Hätte ich auch so gemacht.
Live to fight another day heißt es hier. Also auf jeden Fall lieber Sicherheit geht vor. Ja, so wichtig ist kein Armwrestling-Match, dass man sich jetzt unbedingt den Arm brechen muss. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt hier unbedingt der Arm gebrochen wäre. Die zwei sind relativ stabil. Aber es ist schnell mal irgendeine Sehne übergesprungen oder angerissen. So ist auch nicht so cool. Also von dem her alles richtig gemacht hier. Neu starten, nochmal den Kopf ordnen und nächste Runde sauber ziehen. Ja, Tetzel greift jetzt ein bisschen höher. Das ist auf jeden Fall gut. Gucken wir, ob er rausschafft. Leonidas ist so schnell in seinem Handgelenk sauber. Okay. Alles klar. Absolut verdient, kann man nichts sagen. Ich glaube, die beiden sind froh, dass jetzt erstmal rum ist. Ja, man sollte es nicht glauben, aber so ein Supermatch geht unglaublich auf die Ausdauer. Ja. Also wer das noch nicht gemacht hat, macht das mal im Training, so aus Spaß gegen irgendjemand. Einfach nur ein Supermatch. 3 Runden oder 5 Runden von mir aus. Ja, das ist schon... Vor allem, die haben immer nur 1 Minute Pause dazwischen. Normalerweise, ich weiß jetzt nicht, ob die es ja genauso gemacht haben. Special Guest, meine Freundin, ist auch heute mit am Start für die seelische und moralische Unterstützung. Hat das jetzt geholfen? Auf jeden Fall, ja. Man sieht jetzt, dass der Leonidas sich jetzt hier vor dem Match nochmal rechts warm macht. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit hier zwischen warm machen und Match liegt, aber ich gehe mal davon aus, so wie das zusammengeschnitten ist, war das relativ kurz danach. Ich würde das ein bisschen anders timen. Wenn ich jetzt das Match bei mir in der Halle ausgerichtet hätte, hätte ich zu beiden gesagt, pass auf, macht euch bei beiden Armen links und rechts warm. Ja, das ist absolut okay. Ja, der rechte Arm wird nicht kalt, wenn ihr mit dem linken drückt. Und wenn ihr doch das Gefühl habt, ihr werdet kalt, könnt ihr euch auch irgendwie einen Pulli noch anziehen. Das ist absolut okay. Oder was weiß ich, so ein Wärmestrumpf oder so. Macht euch warm. Gebt den Athleten einfach mal 15 Minuten. Pumpt euch ein bisschen auf und dann ist auch alles okay. Und danach geht's los mit dem Match. Also links drücken, dann rechts warm machen, rechts drücken würde ich nicht machen. Also wenn ich wüsste, ich hätte ein Supermatch, mache ich beide Arme gleichzeitig warm. Dann kommt das Match und dann läuft es normalerweise. Ja, jetzt nochmal ein kleiner Techniktipp von Matthias. Auf jeden Fall okay. Wie gesagt, Leonidas und Tetzel sind beides eigentlich noch Newcomer. Ja, die machen das, glaube ich, beides so 1 Jahr ungefähr. Devin Larratt hat mal gesagt, Armwrestling macht man 5 Jahre, dann kann man gut zu werden. So lange dauert es jetzt nicht unbedingt, ja, aber sagen wir mal so 2 Jahre, so als Faustformel, sollte man sich selber auch als Newcomer sehen. Ja, man sollte sich die Zeit auch selber geben, einfach um dem Körper die Zeit zu lassen. Aber jetzt gucken wir mal, wie es rechts läuft. Rechts macht der Tetzel sich wieder klein, aber ich glaube, rechts will er jetzt auch einen Hook. Man sieht auch, er nimmt den Ellenbogen ein bisschen weiter ran. Links stande der Ellenbogen so ein bisschen außerhalb. Ja. Rechts nimmt er ihn jetzt ein bisschen weiter ran, ist auf jeden Fall schon mal besser. Er greift auch höher jetzt rum. Also ich vermute mal, dass der Tetzel rein, so wie er jetzt dasteht, rechts auf jeden Fall schon mal einen besseren Startgriff hat. Ja. Im Gegensatz jetzt der Leonidas, beim Leonidas ist es genau andersrum, da steht der Ellenbogen ein bisschen raus. Ja. Rein von der Optik her würde der Leonidas praktisch einfach nur eindrehen und das Ganze versuchen Richtung Pad zu pressen oder zu forcieren. Ja. Der Tetzel hat hier auf jeden Fall die technischere Herangehensweise an das Match mit rechts. Schön, steht super kompakt da jetzt. Ja, jetzt schön im Hook drin. Ja. Okay, Elbow Foul. Also Leonidas hat es praktisch rausgezogen, der Ellbogen kommt vom Pad. Ob es jetzt ein Intentional Slipout war oder Elbow Foul, ist im Prinzip egal, es ist ein Foul. Was man aber schön gesehen hat, ich versuche mal, ob ich das Ganze nochmal zurückspulen kann ein bisschen. So. Achtet mal darauf jetzt.
Der Tetzel versucht umzugreifen und der Leonidas bewegt genau in dem Moment das Handgelenk. Das ist natürlich ein bisschen unglückliches Timing. Ja? Also wenn man umgreift, sollte man sich sicher sein, dass der Gegner vorher nichts machen kann. Also man sollte den Gegner vorher in eine Position bringen, wo er nichts machen kann oder wo er zumindest keine unvorhergesehenen Bewegungen macht. Weil wenn man die Finger aufmacht, ist man sehr anfällig für einen Top-Roll. Und der Tetzel hatte jetzt hier brutal Glück, dass der Leonidas nicht damit gerechnet hat, dass der Tetzel umgreift. Und der Tetzel hat nicht damit gerechnet, dass der Leonidas gerade zufällig eindreht. Also haben sie beide so ein bisschen Glück gehabt, dass der andere die Bewegung nicht so richtig gefühlt hat. Ja, sonst wäre das Match hier relativ schnell vorbei gewesen von den Tetzel. Jetzt, Achtung. Umgreifen. Haben sie beide ein bisschen geschlafen. Okay. Aber jetzt. Ja, der Tetzel hatte jetzt zum Schluss Handkontrolle. Und der Leonidas hat es praktisch gemerkt und hat versucht rauszuziehen. Das kann man auch ohne Elbowfall machen. Aber wie gesagt, sowas kommt erst mit der Erfahrung. Auf jeden Fall war es jetzt die bessere Variante von Leonidas. Ja, lieber einen Elbowfall kassieren als verlieren. Jetzt gucken wir mal, wie es. Jetzt versucht er direkt rauszuziehen, kommt aber nicht raus. Jetzt kämpft er sich wieder rein. Aber der Tetzel blockt jetzt super. Ja, also er stellt die Schulter schön rein, das macht er alles super. Rechts ist auf jeden Fall der technisch sauberere Arm, finde ich. Jetzt nimmt er die Presse hier und hier macht er sauberer. Also das gucken wir uns nochmal an. So. So, achtet jetzt mal drauf, wenn der Tetzel die Transition in die Presse reinmacht, nimmt er die Schulter sauber dahinter. Ja, die Schulter beschützt den Arm praktisch während der Presse, während er runtergeht. So muss man es eigentlich richtig machen. Links war der Arm vorher außerhalb vom Körper. Und jetzt funktioniert es auch. Der Tetzel hat gemerkt, der Leonidas blockiert hier schön. Dann kämpft er sich praktisch rein, Schulter dahinter und nach unten. Sehr schön. Kann man so machen? Was man jetzt bei beiden sieht, ist, die wollen es auf jeden Fall über die Kraft machen. Ja, das kann man auch machen, ist okay. Wenn man selber weiß, man hat die Kraft und man hat die Stabilität im Handgelenk, kann man das auch so machen. Meine Herangehensweise ist immer so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstands. Wenn ich weiß, mein Gegner macht es mit Kraft, dann will ich ihn ja gerade nicht auf seinem Heimterrain treffen. Ja, wie heißt es so schön? Never box a boxer, never wrestle a wrestler. So, wenn ich weiß, mein Gegner geht gerne einen Hook, dann versuche ich das so ein bisschen auszuhebeln. Ja. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Die zwei versuchen es eher über die Kraft zu machen. Kann man so machen, aber ich hätte jetzt auch gerne mal einen schönen explosiven Top-Roll nach hinten gesehen oder so. Mal gucken, welches Handgelenk mal aufknackt oder so. Das hätte ich gerne mal gesehen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Start verschlafen. Das ist halt auch so ein bisschen ein Problem. Ich glaube, der Tetzel hat im letzten Match hat er so ein bisschen gemerkt. Moment mal. Ich glaube, im letzten Match hat der Tetzel so ein bisschen gemerkt, okay, ich kann den Leonidas eigentlich halten, wenn ich ihn habe. Das Problem ist nur, das habe ich auch schon mal im Video erklärt, wenn ich mich nur aufs Abfangen konzentriere, dann vernachlässige ich den Impuls Richtung eigenes Pad und den braucht man, um den Gegner zumindest ein bisschen Gegendruck am Anfang zu geben. Wenn ich mich nur aufs Abfangen konzentriere, ja, dann baut mein Arm erst die Spannung auf, bevor oder relativ nah am Pad unten und dann ist es meistens schon zu spät. Und das war hier so ein bisschen eine Mischung aus Startverschlafen und unbedingt fangen wollen und hat dann am Ende halt leider nicht funktioniert. Ja. Hat er sich auch relativ weit aus der Mitte rausziehen lassen, der Tetzel. Ja. Hätte er theoretisch auch noch ein bisschen mehr, wenn man es geahnt hätte, dass der Leonidas das so sauber anzieht, hätte man den Ellbogen ein bisschen mehr Richtung oder ins Pad reindrücken können, dass der Arm nicht so leicht Richtung Gegner gezogen wird. Schließ die Hände.
Also Tetzel hat auf jeden Fall die bessere Startposition, muss man ganz klar sagen. Ist auf jeden Fall eher so, wie ich ihn auch hinstellen würde. Ja. Schön eng, Ellenbogen in die Mitte, Arm. Was er gut macht, ist, er stellt den Arm relativ groß, relativ steil hin, aber er macht sich selber nicht groß. Ja. Scheiß Fliege. Er macht sich selber nicht groß. Er müsste viel weiter über die Hand, dann wäre seine Schulter auch näher an seinem Arm, wenn er sich größer machen würde und könnte auch besser reagieren. Also er wäre schneller im Hook drin, weil er die Schulter schneller reinstellen könnte. Und wenn der Leonidas irgendeine unvorhergesehene Bewegung macht, kann man auch schneller reagieren, wenn man näher an seinem Arm dran ist. Ja. Wie gesagt, also der Tetzel versucht jetzt hier nicht unbedingt einen Top-Roll zu machen, deswegen kann man sich auch so eng hinstellen. Ja. Aber dann würde ich mich auf jeden Fall versuchen, größer zu machen. Ja. Mehr Gewicht in die Tischmitte. Da hat der Leonidas selber mal sauber Backpressure benutzt. Ja. Das hat man gemerkt, das hat dem Tetzel nicht so gut gefallen. Also es war wahrscheinlich unerwartet, ja. Aber hat auf jeden Fall hier gut funktioniert. Kurzes, knappes Match, auf jeden Fall verdient. Sehr schön, das Wichtigste, Spaß im Armwrestling. Ja, okay. Ich glaube, dass der Leonidas hier einfach ein bisschen stärker war. Im ersten Match hat er wahrscheinlich den Tetzel ein bisschen unterschätzt, hat ihn praktisch in seine starke Position reingelassen. Und wenn man einmal so sauber in der Presse drin ist, wie der Tetzel im ersten Match, dann ist es natürlich schwer, da wieder rauszukommen. Geht aber voll in Ordnung. Ja, also sowas gehört einfach dazu. Aber ich glaube, dass der Leonidas einfach hier allein schon vom Handgelenk dem Tetzel ein bisschen überlegen war. Ich vermute mal, wenn der Tetzel jetzt nochmal 2 Monate trainiert, und zwar auf einen schnelleren Top-Roll und explosiveren Top-Roll nach hinten, wird das Match wahrscheinlich das nächste Mal anders ausgehen. Aber wie gesagt, also der Leonis hat schon ein stabiles Handgelenk, das muss man ihm schon geben. Also das drücken Sie jetzt noch mal ein bisschen im Stopp. Ich merke, dass lauter verstehen ist relativ wenig. Also so wie das Match am Anfang angefangen hat, links, war es ja sowieso schon relativ eindeutig. Jetzt kommt noch dazu, dass der Leonidas die gute Strap-Seite hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Strap angelegt ist, aber einfach mal erster Blick ist, der Leonidas hat die gute Strap-Seite. Und von vorne weg glaube ich nicht, dass der Tetzel hier groß was machen kann. Allein schon von der Art, wie das Strap gebunden ist. Der Tetzel kann ja seine Pronation überhaupt nicht irgendwie ansetzen. Der Strap blockiert ihn hier total. Wir sollten vielleicht mal den Verschluss die andere Seite machen, das wäre vielleicht interessanter. Der Tetzel blockiert hier ein bisschen, das macht auf jeden Fall gut. Also Tetzel ist auf jeden Fall lebendiger am Tisch, das gefällt mir gut. Für einen großen Armwrestler mit seinem Gewicht ist das auf jeden Fall top, ja. Die meisten in seiner Gewichtsklasse, das sind einfach Riesenkolosse, die einfach am Tisch stehen und sagen, hier stehe ich und hier bleibe ich. Ja. Tetzel ist da viel lebendiger am Tisch. Wenn er das Ganze jetzt noch ein bisschen effektiver einsetzt, wird es auf jeden Fall gut. Ja. Was man beim Leonidas sieht, ist einfach, dass er ein bisschen gelassen am Tisch steht. Er guckt sich das Ganze ein bisschen von außen an, was auch vollkommen okay ist. Ja. Wer einen guten Blick hat für das, was am Tisch passiert, braucht sich nicht viel bewegen. Sondern er kann mit kleinen Bewegungen kann er relativ gut kontern. Ja, also auf der Strap-Seite reißt er hier keinen ab.
Sehr schön. Okay, Tetzel gibt sich hier wieder die Verschlussseite. Kann man machen. Ja, also wenn man mit jemandem Schwächeren trainiert zum Beispiel, dann mache ich das normal auch. Dann kriegt der Stärkere kriegt den Verschluss auf die Hand, dann ist das schon ein bisschen angeglichener. Aber man sieht hier, der Tetzel kann überhaupt seine Kombination überhaupt nicht anbringen. Also der Verschluss hilft hier noch zusätzlich. Umgreifen im Strap ist sowieso schwer. Aber blocken kann er gut. Jetzt haben beide nochmal hochgegriffen. Vielleicht kann er noch was draus machen. Ja. Ja. Auf jeden Fall legitim. Ich glaube, die zwei werden das auf jeden Fall noch ein, zwei Tage merken, diesen Tag am Tisch. Vor allem der Tetzel, so eine Presse und so, das merkt man auf jeden Fall mehr. Und dieses, der Leonidas hat ja relativ simpel gedrückt, jetzt ohne das irgendwie abwerten zu nennen, das kann man machen, ja, ist alles okay. Aber ich vermute mal, dass der Tetzel da auf jeden Fall noch ein, zwei Tage merken wird, dass er am Tisch stehen wird, ja, oder am Tisch gestanden hat. Ich glaube, das Video ist jetzt auch gleich vorbei. Ja. Als Fazit, also das Match ist, glaube ich, relativ genauso abgelaufen, wie ich gedacht habe. Ich habe vermutet, oder ich habe eigentlich gehofft, dass eines von den Matches in den Strap geht. Weil da hätte man mal vielleicht sehen können, was der Strap noch so in einem realen Match ausmacht. Ja, wenn beide neutral starten. Aber ich glaube nicht, dass das Resultat ein anderes gewesen wäre. Der Leonidas hat einfach ein so starkes Handgelenk, dass man da wirklich nur mit Explosivität rauskommt. Ja. Man einfach so ein dickes und fleischiges Handgelenk hat. Da muss man wirklich mit Explosivität arbeiten. Explosivität nach hinten vor allem. Ja. Schön mit leichter Vorspannung starten. Körper nach hinten, Arm nach hinten. Wenn die das nochmal wiederholen, hoffe ich, dass der Tetzel das Video hier sieht und dass er das vielleicht mal versucht umzusetzen. Dann kann er das auf jeden Fall drehen. Ansonsten fand ich das ein schönes Newcomer-Match. Ja, man konnte schön viel erkennen, was man so kleine Sachen, die man verändern könnte. Aber ansonsten ein schönes sportliches Match. Chapeau, keiner verletzt. Hoffe ich doch. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich weiß, war jetzt lange Zeit ohne Video. Ich werde mich selber mal so ein bisschen motivieren, in Zukunft wieder öfter ein bisschen was zu machen. Und ansonsten, ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder zum Video ein und ja, bis dann. Peace.